Ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview, liebe Zuschauer. Ja, die Entwicklungen in keiner anderen Branche stehen momentan so im Fokus der Öffentlichkeit wie die der Biotech-Branche. Natürlich geht es hauptsächlich um Corona-Impfstoffe. Einen aktuellen Überblick verschafft uns nun Michel Döpke. Ja, hallo Michel, starten wir mal mit Moderna. Die Auslieferung des Corona-Impfstoffes hat in Deutschland jetzt ja begonnen. Was sind denn so die Unterschiede auch zum Impfstoff vielleicht von BioNTech, der bereits auch verwendet wird? Ja, Moderna hat ja letzte Woche in der EU auch grünes Licht für den Corona-Impfstoff erhalten und heute soll in Deutschland die Verteilung erfolgen an die einzelnen Bundesländer und eben an die Impfzentren. Ja, im Vergleich zu dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer hat natürlich der Moderna-Impfstoff den Vorteil, dass er bei Temperaturen gelagert werden kann, die nicht allzu tief sind. Also das Vakzin von BioNTech muss ja ungefähr bei minus 70 Grad gelagert und transportiert werden. Und der von Moderna, der kann schon bei minus 20 Grad gelagert werden. Und das ist natürlich schon ein erheblicher Vorteil. In Sachen Wirksamkeit unterscheiden sich die beiden Impfstoffe so gut wie gar nicht. Und das Mindestalter ist auch nur moderat unterschiedlich. Bei BioNTech darf ab 16 Jahren geimpft werden und bei dem von Moderna ab 18 Jahren. Und auch preislich ist der von den Amerikanern nur ein wenig teurer als der von BioNTech, also zumindest die Preise, die die EU dafür gezahlt hat, wenn man die Zahlen heranzieht. Und ansonsten auch von der Technologie her, vom Ansatz her, ist der Impfstoff auch ein mRNA-Impfstoff wie der von BioNTech und Pfizer auch. Also sie nehmen sich im Prinzip nicht viel. Gibt aber noch andere Konzerne, die momentan forschen. CureVac hat zu Wochenbeginn neue klinische Daten zu ihrem Impfstoffkandidaten präsentiert. Klingen diese denn vielversprechend? Könnte auch hier in Kürze eine Zulassung anstehen? Also es handelt sich hierbei um präklinische Daten, die CureVac veröffentlicht hat und die vervollständigen so den Datensatz an präklinischen Daten, die CureVac bereits veröffentlicht hat. Und natürlich untermauern auch die neuen präklinischen Daten die globale Studie, die CureVac aktuell durchführt. Das ist ein Phase 2b3-Programm, eben mit dem Corona-Impfstoff von CureVac. Hinzu kommt, dass man zuletzt eine Kooperation mit Bayer vermelden konnte. Bayer wird CureVac unterstützen bei der Entwicklung des Impfstoffes und natürlich verfügt Bayer über eine sehr gute Erfahrung auf dem Bereich, wie man Medikamente oder Impfstoffe im Markt verteilt und verfügt eben auch die dafür nötige Infrastruktur, um dann im Falle einer erfolgreichen Entwicklung und dann auch im Falle einer Zulassung natürlich hier CureVac aktiv mit zur Seite zu stehen. CureVac wird allerdings an der Börse aktuell auch mit einem Börsenwert von 18 Milliarden Dollar gehandelt. Zum Vergleich, bei BioNTech sind es 26 Milliarden. Das sind 8 Milliarden Unterschied am Börsenwert, wobei natürlich BioNTech schon den zugelassenen Impfstoff hat und auch mit Moderna zusammen natürlich wesentlich weiter auf der Timeline ist als CureVac. Deswegen ist die Aktie für mich schon sehr gut bezahlt auf dem aktuellen Niveau. Da sollten Neueinsteiger wirklich mal eine Korrektur noch abwarten bei dem Wert. Und was Moderna angeht, vielleicht noch eine kurze Einschätzung. Die Aktie hat sich zuletzt wieder gefunden, hat einen Boden gefunden und ist durchaus für spekulativ ausgerichtete Trader wieder interessant. Sprechen wir noch mal ein bisschen detaillierter über BioNTech. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, ist schon einige Wochen zugelassen, bereits in Verwendung. Deswegen stand zuletzt auch die Frage vor allem im Raum, wie viele Dosen des Impfstoffes jetzt zeitnah produziert werden können. Und hier gab es, glaube ich, zu Wochenbeginn neue Infos. Ja, da gab es neue Informationen. Also BioNTech und der Partner Pfizer, die hatten ja vorgesehen, in diesem Jahr etwa 1,3 Milliarden Impfstoffdosen herzustellen. Man hat nun dieses Ziel nach oben geschraubt. Man hat mit verschiedenen Herstellern und anderen Produzenten verhandelt und konnte offensichtlich doch noch mehr Kapazitäten gewinnen. Und da hat BioNTech und Pfizer haben jetzt ein Ziel ausgegeben von etwa 2 Milliarden Impfdosen. Und das ist schon mal ein Wort. Und die beiden Unternehmen treiben ja auch die Entwicklung da weiter voran und sind da sehr aktiv, was die Gewinnung von Produzenten und so weiter angeht. Im Vergleich zu Moderna wird BioNTech aktuell mit 20 Milliarden Dollar weniger bewertet. Auch die Aktie hat sich zuletzt wieder gefangen und konnte an Fahrt aufnehmen, dadurch, dass eben bekannt wurde, dass mehr Impfstoff produziert werden kann. Und für mich ist in dem mRNA-Impfstoff-Trio BioNTech aktuell der Favorit. Im September des vergangenen Jahres, da ist BioNTech ja auch eine Kooperationsvereinbarung mit Dermapharm eingegangen. Und jetzt wird auch über die Ausweitung dieser Vereinbarung diskutiert. Was ist denn hier der Stand der Dinge? Ja, ich habe Kontakt aufgenommen zum Management von Dermapharm. Ich habe letzte Woche mit dem CEO gesprochen und natürlich geht es um die Impfstoffproduktion und die Kooperations- und Liefervereinbarung, die man mit BioNTech im September getroffen hat.
Und er hat mir bestätigt, dass man proaktiv unterwegs ist und dass das Unternehmen bereits vor Weihnachten auf BioNTech zugegangen ist, um eben mehr Kapazitäten zu schaffen. Man hat also die Möglichkeit, die Produktionskapazitäten zu verdoppeln. Hinzu kommt, dass man bei der Allergopharma, die Dermapharm ja letztes Jahr übernommen hat, das Unternehmen, auch Impfstoffkapazitäten herstellen kann. Und laut dem Dermapharm-Chef Dr. Hans-Georg Feldmeier wurden auch bereits entsprechende Investitionsentscheidungen getroffen, was den Standort angeht. Die Mitarbeiter werden schon geschult, die Grundmaterialien werden beschafft und so weiter. Also da ist Dermapharm sehr gut unterwegs und das spiegelt sich auch im Aktienkurs wieder. Die Aktie hat sich zuletzt sehr gut entwickelt und natürlich mit den zunehmenden Zulassungen des BioNTech-Impfstoffs und natürlich vor dem Hintergrund, dass man eben mit den Mainzern eine Kooperations- und Liefervereinbarung bereits geschlossen hat und die Schreie nach mehr Impfstoff immer lauter werden, hat die Aktie an Fahrt aufgenommen. Sicherlich ist die Aktie nicht mehr günstig jetzt auf dem Niveau, aber sollte es tatsächlich zu einer Erweiterung oder Vertiefung der Kooperation mit BioNTech kommen, dann könnte das der Aktie nochmal einen Schub verleihen. Mein Kollege Michael Schröder hat die Aktie bereits auch im Realdepot gekauft und wir sind eigentlich kurz- bis mittelfristig sehr zuversichtlich, was das Unternehmen angeht. Aber auch langfristig, unabhängig von der Kooperation mit BioNTech, verfügt über Dermapharm ein sehr breites Markenarzneimittelportfolio, was auch teilweise in der Krise durchaus an Bedeutung gewonnen hat. Beispielsweise verzeichnet die Gesellschaft bei Medikamenten wie Decristol, also bei dem Vitamin D-Präparat oder bei Dexamethason eine höhere Nachfrage und konnte dadurch eine geringere Nachfrage bei anderen Medikamenten beispielsweise kompensieren. Langfristig sicherlich eine sehr interessante Aktie. Jetzt haben wir über Corona-Impfstoffe oder Impfstoffkandidaten ausführlich gesprochen. Was ist aber mit Medikamenten zur Behandlung von Covid-19? Gibt es hier auch Neuigkeiten? Ja, ich habe ja in einer Sendung mit euch schon vor einigen Monaten auch mal die Abivax präsentiert gehabt. Das ist ein französisches Biotech-Unternehmen, was sich eigentlich darauf fokussiert, einen Antikörper, nämlich AVX464, gegen chronisch entzündliche Erkrankungen zu entwickeln. Und diese Substanz hat einen speziellen Wirkmechanismus. Und wie Abivax feststellen konnte, kann es eben auch offensichtlich gegen Covid-19 wirken. Und man hat im letzten Jahr, kurz vor Weihnachten sogar noch melden können, dass die französische Regierung das Projekt, eben diese Covid-19-Studie mit AVX464, das ist die sogenannte Mirage-Studie, zum Forschungsprojekt einer nationalen Priorität erklärt hat. Das heißt, dass wirklich das Projekt, was Abivax vorantreibt gegen Covid-19, also ein Medikament, was da entwickelt wird, wirklich eine nationale Priorität eingeräumt wird, dass beispielsweise eine Patientenrekrutierung vorrangig eingeräumt wird und natürlich, dass man auch ein beschleunigtes Überprüfungs- und Zulassungsverfahren gewähren kann. Und das hat natürlich der Abivax-Aktie einen ordentlichen Schub verliehen. Man hat die Widerstandszone im Bereich von 25 € nach oben rausnehmen können. Hat natürlich jetzt einen massiven Kursanstieg gehabt, den es zu verarbeiten gilt. Die Aktie ist definitiv interessant, aber eignet sich nur für hartgesottene Anleger als Depotbeimischung. Dann schauen wir zuletzt noch auf einen Anbieter von Diagnostik- und Analyselösungen, PerkinElmer. Wie ist denn dieses Unternehmen aktuell aufgestellt und was macht hier die Aktie? Ja, PerkinElmer fliegt immer ein wenig so unter dem Radar der europäischen und vor allem deutschen Anleger. Ich finde es eigentlich sehr schade, weil es ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen ist. Man hat vor einigen Jahren die Euroimmun in Deutschland übernommen. Das sind Diagnostikspezialisten. Jetzt profitiert PerkinElmer natürlich von der Übernahme massiv, weil eben die Euroimmun ein breites Portfolio an Diagnostiklösungen bietet. Man hat ein breites Portfolio an Diagnostiklösungen für Corona-Infektionen auf die Beine gestellt und die Nachfrage scheint grenzenlos. PerkinElmer hat am Montag vorläufige Zahlen für das vierte Quartal gemeldet. Der Umsatz stieg demnach um 66%, davon 63% organisch. Und diese Dynamisierung des Umsatzes ist natürlich auf das Portfolio an Corona-Diagnostiklösungen zurückzuführen. Hinzu kommt, dass es auch beim Ergebnis eine deutliche Steigerung gab. PerkinElmer hat ein Ergebnis von 3,60 € je Aktie gemeldet, die eigentliche Guidance damit selbst übertroffen. Die lag bei 2,60 € bis 3 Dollar. Analysten haben lediglich mit 2,80 € in etwa gerechnet. Und das sind natürlich extrem starke Zahlen, die die Aktie gestern auf ein neues Rekord hochgetrieben haben.
Anders als viele andere Unternehmen in der Peer Group, wo Perkin Elmer unterwegs ist, ist die Aktie mit einem KGV von 18 für das laufende Jahr, also für 2021 jetzt, durchaus moderat bewertet. Vergleichbare Unternehmen kommen auf Kursgewinnverhältnisse zwischen 25 und 30. Und deswegen, wenn die Aktie nochmal 10-15% nachgeben würde, wäre ich hier auf jeden Fall wieder auf der Käuferseite. Michael, dann sage ich vielen Dank für deine Einschätzungen. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, schön, dass Sie dabei waren. Danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.